Willkommen zurück zu Sudden Strike 1 Gold in der alliierten Kampagne auf dem Zockerhörnchen-Kanal, wo wir langsam, aber sicher auch nicht mehr so ultra viel Material haben. Und vielleicht zwei der vier V2s erwischt haben, aber wir wissen es nicht mal. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, okay, hier ist jetzt ruhig die Front und wir haben hier eine gute Stellung endlich erreichen können. Hier die Mitte hoch, das ist reiner Selbstmord. Vielleicht höchstens hier. Es könnte sein, dass wir hier die V2 haben, wir wissen es nicht. Aber die haben wir definitiv nicht. Wir können uns entweder hier durchkämpfen oder hier rum. Wir probieren es mal so rum. Indem wir es gemütlich angehen. Das ist unglaublich. Der hat uns den Offizier weggeschossen. Lasst uns das mal überlegen. Ich glaube fast, dass das hier eine Falle ist. Es könnte fast besser sein, sich hier entlang vorzuarbeiten. Hier hätte man eine Höhe. Das gucken wir uns jetzt an. Nein, nicht mit dem Fahrzeug, sondern... Dafür haben wir doch immer noch unsere Jeeps. Einmal hier rum, einmal hier. Ja, okay, das ist auch die Antwort auf unsere Frage. Dann ziehen wir in diesem Kontext die Artillerie hier hin. Und ich hätte gerne für alle Fälle noch 3, 4, 5 Fahrzeuge hier mitgenommen. Der soll mal hier seine Runde laufen, ob wir was sehen. Artilleriefeuer da auf uns. Okay, das ist Artillerie. Die steht dann irgendwo hier. Wir sehen jetzt natürlich nicht, wer uns gesehen hat. Das gilt es jetzt rauszufinden. Da haben wir den noch echt verloren. Nein, 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 bitte zurück. Ich möchte gerne hier eine Schlaufe. So, er muss also hier komplett außen rum. Okay. Die sind wichtig. Da steht dann noch Infanterie, okay. Das sieht schon beeindruckend aus. Wenn wir diese Anhöhe hätten, dann wäre das schon mal ganz gut. Dann nochmal bitte. Und dann auch nochmal.
Wahrscheinlich wird da noch jemand stehen, aber wir müssen jetzt. Aha. Ups, wollte nicht pausieren. Sehr schön. Das war doch schon mal sehr, sehr schön. Dann können wir mal versuchen, ob wir den da rumkriegen. Leisten Pfoten. Das sieht sehr, sehr gut aus. So, dann schickt mir den nächsten hoch. Der her. Du dahin. Und dann noch einen hierhin. Müssen da immer noch ein bisschen vorsichtig sein. Das ist immer noch mit absurden Gegenangriffen zu rechnen, die völlig reinhauen. Hier ist friedlich. Ja, das sieht so aus, dass wir. Wenn wir hier hinkommen, können wir da direkt drauf feuern. Der Hügel ist ein bisschen besser einzunehmen als der hier, aber auch hier geht nur von hier. Oh ja. Sehr gut, dass wir da Leute hingestellt haben. Kommt mal hierher. Dann wagen wir mal einen Blick. Und auf keinen Fall feuern. Soll ja eine Überraschung sein. Du auch nicht. Extra für dich, lieber Elitesoldat. Das nenne ich mal völlige Übertreibung. Sehr schön. Ich möchte gerne bis hierher kommen, einfach um hier die Breite abgedeckt zu haben. Von dem Frontabschnitt. Und dann werfen wir mal einen Blick hier drauf, was da steht. Ob da was steht überhaupt. Ah, hier wird bestimmt was stehen, klar. Puh, ich traue mich nicht, beide vorzuschicken. Das ist mir nämlich sonst zu heiß.
Deshalb schicken wir nur die zwei. In den Türmen wird bestimmt nämlich einer stehen. Kommt die da noch hin? Nee. Ah, da macht das die. Wenn wir hier wieder kurz Blick haben. Oh! Sehr schön. Komm schon. Ja. Oh. Da kommen deutsche Soldaten rum. Da muss man vorsichtig sein. Komm. Sehr schön. Ach! Er hat also noch Artillerie da. Wie unerfreulich. Da müssen wir ein bisschen umorganisieren. Der hat auch noch. Gut. Hier ist gut, hier ist ruhig. Die sind nicht gut genug verteilt. Ein bisschen besser verteilen. Und die könnten ein bisschen Bonner aushelfen, indem sie so. Und hierher. So, der nächste Schlag. Dann gucken wir mal, ob es hier sauber ist. Jetzt fährt er rückwärts. Okay. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Okay, er sieht uns noch hier. Er hat noch Blickkontakt, der Gegner. Dann müssen wir das mal hier gucken. Hat er es auf dieser Seite? Ah, ja, logisch. Jetzt verstehe ich, wo es herkommt. Logisch, logisch. Logisch, vollkommen logisch. Keine Fragen, euer Ehren. Das macht natürlich Sinn. Dann ist auch völlig klar. Kriegen wir den repariert? Naja. Fast. Auf ein neues. Den Wachtürmen hier hat er natürlich Sichtweite.
Okay, wir wurden nicht beschossen. Das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt. Jetzt. Okay. Aber das ist okay. Wir haben damit gerechnet. Ganz vorsichtig alles vor. Und der dahin. Wo kam? Ah ja. Klar, der ist auch auf einer Anhöhe, also kann er auch rübersehen. Dann wollen wir hier auch drauf feuern. Weil das jetzt nicht so wild ist für unsere Zwecke. Ihr spielt die Musik dort drüben. Hier steht nur noch ein Jeep. Hier haben wir auch noch ein paar. Hätte ich gerne hier. Vor allem dich. Gucken wir mal. Ja, das ist natürlich jetzt nichts in der Sache, Freunde. Da sollt ihr nicht rumfahren. Ach. Die Wegfindungs-KI ist manchmal so suboptimal. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir von hier hinkommen. Vielleicht reicht es schon. Ja, es könnte klappen. Dann gucken wir mal. Wir sollen ja nur vor zwei Raketen zerstören. Lade doch den Arm auf. Hallo. Die sind jetzt in Reichweite. Ich möchte mal gucken wir einfach, ob da unser Bomber hinkommt. Ich bin gespannt, ob er da durchkommt. Oder ob er uns zumindest zeigen kann, ob da noch was ist. Komm, zeig uns.
Okay, hier sind sie weg. Okay. Dann ist klar. Dann sollten wir es eigentlich gleich haben. Immer noch nicht. Es kann ja nur noch hier sein, oder? Oh, okay. Ich sehe. Jetzt probieren wir mal, ob das von hier geht. Ast. Komm, das sollte auch klappen. Komm, das müsste doch die letzte Salve sein, oder? Ja, es hat geklappt. Boah. Auf die Auswertung bin ich gespannt. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Oh. Oh, das tat weh. Ja, das tat richtig weh. Aber das war interessanter, als ich dachte. Ich habe zuerst gedacht, wieso kriegt man so viel Material, aber jetzt verstehe ich warum. Das braucht man auch bei dem, was da einem entgegengeworfen wird. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.